Moin Leute, Bundeskanzler Paluten ist bereit für eine weitere Amtsperiode. Und zwar beim Bundeskanzler-Simulator 2021. Die Version ist im letzten Jahr rausgekommen, ist aber ein neues Game. Wir hatten ja die 2020er-Variante gezockt. Politik-Simulator ist vor allem ein Spiel. Die dort vorhandenen Szenarien und Ereignisse sind fiktiv. Ja, Leute, wir haben jetzt hier einfach mal ein bisschen Spaß mit Bundeskanzler Paluten. Das letzte Mal, als wir das gespielt haben, da hatte ich ein paar Probleme. Da habe ich andere Länder angegriffen und dann wurde ich aus dem Dorf getrieben. Das wird uns diesmal nicht passieren. 2021 scheint ein leidenschaftliches Jahr zu werden. Ja. Insbesondere mit der Veranstaltung der Olympischen Spiele in Tokio, die gesamte Welt mobilisieren werden. Das stimmt. Die spannenden Bundestagswahlen. Ja, mich nicht zu. So, meine Damen und Herren, hier sehen wir Deutschland. Oh, unser Gesundheitsminister. Was haben Sie? Frau Bundeskanzlerin. Okay. Wie schon in den Jahren zuvor werden wir ein geheimes Programm zur Entwicklung von Nuklearwaffen starten. Denn dieses Programm wird uns ganz nach vorne bringen. Ist nervig. Guck mal, seht ihr hier? Ich habe das Gefühl, ich werde schon von einem Sniper anvisiert. Weil hier ist so ein Lichtstrahl, der in mein Zimmer fällt. Eine Atomwaffe ist eine Massenvernichtungswaffe. Sie wird nicht als konventionelle, sondern als abschreckende Waffe gesehen. Ja, so, ja. Und ist das auch so? Das Gesamtbudget des Projekts liegt bei 4,35 Milliarden Euro. Das ist kein Problem. Dafür bauen wir einfach weniger Schulen. Hilfen der Europäischen, ja, da muss ich sehr, sehr viel lesen. Ich setze Sie darüber in Kenntnis, dass Sie auf Wunsch eine Synthese unserer Akten über die Terrorgruppierung einsehen können, die sich in unserem Staatsgebiet aufhalten. Aha. Ja, ich glaube, dieser German Let's Play, dem müssen wir uns vielleicht ein bisschen widmen. Schüleraustausch. Ja, wir werden Schulen werden wir eher abbauen. Ich setze auf Videos von Paluten. Das sind lehrreiche Videos. Ich habe keinen Bock zu lesen. Also nicht Paluten, ich war natürlich. Da, Katastrophe in Deutschland. Kälteeinbruch in Berlin. Alter Schwede. Ja, ja, guck mal, hier oben auch überall. Das ist nicht gut. Kältewelle. Frau Bundeskanzlerin, ich habe schlechte Neuigkeiten. Das Nationale Zentrum für Meteorologie hat mir soeben die neueste Vorhersage gegeben. Und ich muss Ihnen mitteilen, dass eine Kältewelle auf unser Land zurollt. Okay. Zudem sollte meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, Deutschland auch mehr tun für die Weltraumforschung. Dementsprechend werden wir ein Raumfahrtprogramm initiieren. Es ist ganz wichtig. Das Name des Programms ist Team Paluten. Unser Ziel ist der Mond. Programmtyp, eine Weltraumsonde mit Landung. Ah, das Interesse ist nicht so hoch. Okay. Gesamtbudget, nee, wir werden schon mehr Geld investieren. Neu angelegt. Sehr gut. Achte auf das Ihr Haushaltsdefizit erfüllt nicht den Stabilitätspakt der Union. Was willst du denn? Der Europarat fordert Sie auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um so schnell wie möglich wieder auf ein vernünftiges Niveau zu gelangen. Sollten wir feststellen, dass keine erfolgreichen Maßnahmen getroffen wurden, behält sich der Rat das Recht vor, sie mit Sanktionen zu belegen. Was soll das denn jetzt? Obwohl Ihre Wirtschaft zu den gesündesten zählt, ist Ihr Solvenzniveau möglicherweise nicht vor einer Abwertung sicher. Wir möchten daher erneut unser Vertrauen in Ihre Person bekunden und Ihnen zu einer gewissen Vorsicht raten. Ich erinnere Sie daran, du hast mir gar nichts dass unsere zu sagen. Bewertung grundsätzlich auf Ihrem voraussichtlichen Haushaltsdefizit und Ihrer Schuldenlast basiert. Okay, wir müssen Geld sparen. Ausbildung der Lehrer. So, zack. Da spare ich direkt 26 Milliarden Euro, wenn ich an der Ausbildung der Lehrer spare. Ja, bestätigen. Ausgezeichnet. Oh, Bildungspolitik. Ja gut, wir haben natürlich jetzt... Oh, was sagen die Zeitungen? Das ist natürlich immer wichtig, was die Zeitungen sagen. Kältewelle, Schaffung des Raumfahrtprogramms Team Paluten. Das sind doch gute Nachrichten. Also ich glaube, Deutschland, da geht's voran. Was ist jetzt in Deutschland? Was? Was ist denn, wieso haben wir denn eine Hungersnot? In Deutschland? Oh, die Schweizer wollen sich mit uns treffen. Das ist immer eine gute Sache. Ihre orthodoxe Vorgehensweise in Bezug auf die Wachstumsprognosen spiegeln eine Stabilität wider, die uns in Hinsicht auf ihre Solvenz und ihre Tatkraft zuversichtlich sein lässt. Ja, weil wir den Lehrern das Geld gekürzt haben. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben bis jetzt 0 Euro zugeteilt, um das Ausmaß und die Auswirkungen der Katastrophe zu machen. Ja, Leute, heute und nach dem letzten Gutachten, das ich soeben erhalten habe, beläuft sich der Bedarf an Wasser und an Nahrung auf 10 Milliarden. Hä? Warum? Da, 9.500 brauchen wir, bestätigen. Hungersnot in Deutschland. Alles klar, Hungersnot in Deutschland. Das kannst du doch niemandem erzählen. Ich bin eine Woche im Amt. Bumm, Hungersnot. Wer verhungert? Lehrer? Was habe ich denn gemacht? Ich verstehe das nicht. Wie ist denn mein Defizit? Haushaltsdefizit? Guten Tag. Ja. Ich komme nicht mit leeren Händen. Hallo, liebe Schweizer. Ich habe einen Wirtschaftsvertrag in der Tat. Ja, das finde ich sehr gut. Also, was machen wir denn? Zwischen der Schweiz und Deutschland? Elektrizität. Ja,
da denke ich, werden wir uns mit unseren Schweizer Freunden auf jeden Fall einig. Okay, irgendwie kommt jetzt schon die Polizei. So, die Änderungen wurden akzeptiert. Das Abkommen ist nun unterschrieben. Sehr gut. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Schwarz und stark, bitte. Wie wäre es denn eine militärische Allianz mit der Schweiz? Sehr gut. Sehr gut. Wir bekommen gegenseitig See- und Luftrechte. Eine Allianz zwischen der Schweiz und Deutschland. Und jeweils eine Militärbasis. Die Änderungen wurden militärische Allianz. Warte mal ab. Guck mal, wir können doch jetzt hier. Aber dann eben keine Basis. Dann eine Allianz, aber keine Basis. Das ist traurig. Warum will die Schweiz denn nicht Unterstützung? So? Okay, die Schweiz hat scheinbar keine Lust. Dann tschüss. Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Ah, Raumfahrtprogramm. Frau Bundeskanzlerin, alle unsere Programme haben dazu stand, nun liegt es an Ihnen, jedes Land auszuwählen, das unser Partner und Teil des Konsortiums sein wird. Oh ja, das ist sehr gut. Weltraumforschung. Wo ist denn unseres? Da, Team Palu. Länderpartner. Ja, okay. Partner annehmen. Finde ich gut. Achso, das ist jetzt unser einziger. Ja, aber guck mal, es sieht alles gut aus. Erforderliche Technologien. Wir haben alle Technologien. Damit starten wir. Ja, bestätigen. Krass, wir fliegen. Deutschland fliegt einfach zum freaking Mond. So, was sagen die Zeitungen? Hungersnot. Nach der WO hat das Land soeben seine Souveränität der Nahrungsversorgung verloren. Für sein Überleben ist es von der internationalen Gemeinschaft am Ende. Mann, ich verstehe das nicht. Warum habe ich denn Hungersnöte? Aufstand in Berlin? Was denn? Junge, ich bin 2 Monate Kanzler. Unruhen in Berlin. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen in Berlin gucken. Ich werde mal im Fernsehen auftreten. Ja, wir werden gucken. Ja, das Ausrücken gepanzerter Fahrzeuge. Ja, das ist, denke ich, eine verhältnismäßige Maßnahme. Ah, da bin ich im Fernsehen. Die derzeitige Situation ist kritisch. Ich bitte Sie alle, die Auswirkungen der derzeitigen Unruhen zu bemessen, die unser Land erschüttern. Geht nach Hause. Und zur Vernunft zu gelangen. Ja. Ihr Auftritt im Fernsehen scheint den Lauf der Ereignisse nicht großartig verändert zu haben. Ja, okay, schade. Ah, guck mal. Ich habe aber 5,2%. Oh, jetzt nicht mehr. Es ist immer noch Aufstand in Berlin. Dann mal ein bisschen Polizei. Verstärkungen sind unterwegs. Ausgezeichnet. Der Iran erklärt Kuwait den Krieg. Die Türkei erklärt Syrien den Krieg. Okay. Wir stellen eine gewisse Passivität ihrerseits gegenüber der Organisation fest. Nein. Die Europäische Union erfordert engagierte Staatschefs. Ja, ich bin engagiert. Doch. Wir verlassen uns auf Sie. Ja, ich bin doch da. Hä? Dann musst du ja aber auch mal mit mir so ein bisschen reden. Lebensfreude. Unser Volk scheint im Vergleich mit anderen Ländern der Welt sehr glücklich zu sein. Jawohl, weil ich auch so ein lustiger Typ bin. So sieht das nämlich aus. Gut, wir haben immer noch Aufstände in Berlin. Scheinbar ist die Pest. Junge, die Pest ist in Luxemburg ausgebrochen. Was ist das denn? Die Pest? Und was ist jetzt hier oben? Oh. Frau Bundeskanzlerin, unser Programm schreitet nach dem erstellten Zeitplan voran. Der Standort ein verlassener Steinbruch? Okay, ja, die Atombombe, ja, sehr gut. Pestepidemie. Eine Epidemie ist soeben in Berlin ausgebrochen, Frau Bundeskanzlerin. Nach meinen Schätzungen sind die ersten Fälle in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Pest ist ziemlich ansteckend und sie wird durch Kontakt übermittelt. Ja, eine Quarantäne in der betroffenen Zone hätte wöchentliche Kosten... Ach, die Pest. Ganz ehrlich. Wie schlimm kann die Pest schon sein? Davon habe ich noch nie was gehört. Ablehnen. Japan hat das Internet entdeckt. Ah, 1 Gigabyte. Ja, ach, brauchen wir nicht. Deutschland braucht doch kein Internet. Okay, das scheint sich ein bisschen auszubreiten hier. Die Pest. Cyberattacke. Die Attacke zur Quelle zurückverfolgen können. Eine Mafia-Organisation dieses Landes ist hierfür verantwortlich. Scheiße, die Mafia hat versucht, uns zu attackieren. Wir sind derzeit schon Opfer einer Cyberattacke. Okay, Großbritannien hat soeben Iran den Krieg erklärt. Okay. Okay, die USA haben Iran-Intervention im Iran. Ja. Was sagen die Zeitungen? Pestepidemie. Die Behörden haben die Schließung aller Lehrveranstaltungen sowie das Verbot des öffentlichen Verkehrs befohlen. Eieiei, Berlin. Oh, Waldbrände in China. Das sieht nicht gut aus. Waldbrände auch in Kalifornien. Aber Deutschland geht's, glaube ich, gut. Ah, ja, okay. Wir haben da kleine Probleme scheinbar. Das sieht jetzt alles nicht so gut aus. Hör auf dein Volk. Hör zu. Du müsstest dich mehr um die Meinung deines Volkes sorgen. Mach ich doch. Diese Menschen haben alle Hoffnungen in dich gesetzt, weil sie dir vertrauten. Ich bin doch da. Ich will niemanden enttäuschen. Unser Nuklearprogramm wird Deutschland ganz nach vorne bringen. Ach, er ist ein treuer Freund. Markus Böhnke. Guter Schulfreund von mir. Atombomben und zum Mond fliegen. Das ist das, was Deutschland braucht. Und dafür stehe ich mit meinem Namen.
Leute, das war's mit einer kleinen Folge vom Bundeskanzler-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, eine kleine Quatschfolge, nehmt das bitte alles nicht zu ernst. Dann lasst gerne ein Like da und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.